Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle. In der letzten Folge haben wir von Part 6 die letzte Extra-Mission gemacht. Wir haben noch eine in Part 8, wo wir mit Josuke gegen Bao kämpfen müssen, aber ich würde sagen, die können wir uns noch so bis so ganz zum Ende aufsparen. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir gehen in Part 1 und drücken Dreieck, weil jetzt können wir alle Kämpfe machen, die Jetzt können wir genau die gleichen Kämpfe machen, nur mit gespiegelten Charakteren. Das bedeutet jetzt, ich spiele jetzt hier Dio gegen Zeppeli und Jonathan. Weil Dio habe ich auch noch nicht gesteuert. Ich habe jetzt alle Dinger gemacht, wo wir Charaktere nutzen konnten. Also ich habe jeden Kampf schon gemacht, wo wir Charaktere spielten, die wir schon gespielt hatten. Zum Beispiel Caesar hier hat man auch schon gespielt. Alle anderen habe ich gelassen. Würde ich sagen, machen wir die auch noch. Dann fangen wir mit Part 1 an. Mit Dio. Gegner Gesundheit reduziert sich. Da wird es ja ein bisschen einfacher machen. Und den Text kann ich ja auch überspringen, weil den hatten wir ja schon gesehen. Okay, bis auf das hier, wollen die Ladezeiten zu reduzieren. Nachdem er sein Training beendet hat, beginnt sich Jonathan mit Zeppeli und seinem Freund Speedwagon auf die Suche nach Dios Versteck in Windnights Lot. Als die Gruppe dort endlich von der Reise erschöpft eintrifft, bricht auch schon die Nacht ein und der Vampir Dio offenbart sich ihnen. Dio hatte das Blut aller Einwohner der Stadt getrunken und sich dadurch von fast allen Wunden durch das Feuer im Anwesen heilen können. Dios unerträgliche Aura des Bösen und sein Bekenntnis zur Tyrannei lassen Zeppeli fast das Blut in den Eiern gefrieren. Er schiebt Jonathan beiseite und fordert Dio zum Kampf heraus. Ich glaube, die Texte sind genau gleich, wie als wenn man die normal gespielt hätte. Bei einigen war das auf jeden Fall so, wenn ich mich nicht irre. So, dann spielen wir mal Dio. Können wir endlich mal die Bösewichte hier zocken. Hab ich auch noch gar nicht gezockt. Was zum Teufel, da hinten ist... hinten war Speedwagon mit dem Hut von Zeppeli. Zu früh. So, was macht er mit R1? Gar nichts. Kua. Und ich. Sehr schön. Was ist das? Habe ich überhaupt keine Geheimmission und so? Okay. Komm mal her. Hatte mal, dass ich davon treffen. Okay, meine Güte, ist das langsam. Darf ich dich mal damit treffen, wenn es geht? Ja, wissen, was da passiert. War ich da bei Jonathan eben. Aber auch gut zu steuern. Aber jetzt langsam, jetzt voll langsam. Puff. Sehr schön. Okay. Om nom nom nom. So. Ich würde gerne die Dings einsetzen. Spezialattack von ihm. Aber da habe ich auch noch nicht gesehen, oder? Bin ich mir sicher. Ich habe von Dings noch nicht gesehen. Part 3 Dio. Das weiß ich auf jeden Fall. So sind die Kämpfe hier nur einfach. Oh, erledigt, gut.
Drama. Oh, die Ironie. Ja, Dio vor im Part 1 ist eigentlich auch noch richtig cool. Hat einfach nur Stil. So, habe ich alle geheim? Ich glaube, ich hatte alle, ne? Ja, zwei Stück waren da. Zwei Stück habe ich bekommen. Jetzt kann ich schon die nächste Episode spielen. Ja. Zeppeli treibt seine Faust tief in Dio hinein, um seinen Gegner die Harmon-Energie zu nehmen. Aber Dio lässt mit verdampfendem Frost Zeppelis Körperflüssigkeiten gefrieren, um seinen Harmon-Energie zu versiegeln. Zudem schwört Dio zwei seiner stärksten untoten Diener auf, die dunklen Ritter Bluford und Tarukus. Dio hat ihre Gräber geschändet und sie wiederbelebt, damit sie ihm als untoten Vampir dient. Ich glaube, das ist genau das gleiche, ne? Aber er bleibt ein Wesen der Unterwelt und reißt Jean-Luc mit in die Kammern der zweiköpfigen Dan. Ja, da ist alles genau das gleiche, das haben wir schon gesehen. Meine Güte. Reicht da, wenn wir die Kämpfe haben, ne? Mal ein bisschen so beschleunigen. Bei ein paar zwei dauert lange. Ja, fast alles normal spielen, ja. Nur halt mit den Bösewichten. Wie Feuer. Ich glaube, Spinne. Mit Hitzeangriff. Herzhitzeangriff getroffen, okay. Wie hab ich das nochmal gemacht mit den Aussaugen? Ah, damit triffst du ja gar nichts. Weil wenn er im richtigen Moment nur abwehrt. Aber habe ich das noch mal gemacht? Bams. Boah, ich heile mich sogar echt dadurch. Kono Diola. Wie? Guck mal her. Verdammt. Mal, pack das Schwert weg. Boah, ich weiß nicht, wie man das macht mit dem Aussaugen. Egal. Hauptsache Kampf gewonnen. Ja. Nein, da wollte ich eigentlich gar nicht. Wie das aussieht. Bin ich irgendwie am Dampfen gewesen gerade? Ma! Macht mir echt noch Schwierigkeiten, Jonathan. Nein! Falscher Angriff, Mann! Du Narr! Jawohl. Voll dämlich. Wow. Jetzt aber. Und zack. Oh, cool. Wie im Anime. Ach, schade, keine geheimen Dinge bekommen. Okay. Jetzt kommt nochmal das Ende. Ja, und das kennen wir auch schon. Dann haben wir ja alles schon in den ersten 15 Parts gesehen. Na, dann haben wir auch schon gesehen, ja.
Müssen wir nicht nochmal angucken. Finde ich jetzt. Yes, yes, yes. Dann machen wir noch hier, ja, Blutohr. Da müssen wir auch mit anderen neuen Charakteren spielen. Da müssen wir doch nicht so viel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da kann ich auch machen, weiß ich nicht. Guck mal. Fangen wir an mit Wamu gegen Joseph. Die Blutohr. Ja, der hat einen Ohrring von dem, der hat in seine Rippen irgendwie so was reingepackt, so ein Ring. Und der muss jetzt irgendwie mit dem Nasenring jetzt hier das Gift, wo das Gegengift drin ist, hier sein Gift aufhalten. Da ist mal alles. Voll geil erklärt, ne? Mach mal alles ein bisschen schnell durchlaufen. Das dauert das Let's Play ja ewig. Ich werde auch noch ein bisschen Online-Kämpfe machen. Weil ich glaube, das ist hier dieser eine Modus. Boah, sexy. Was? Okay, keine Ahnung. Ich habe mich im Wind umhüllt. Indem ich R1 gedrückt habe. Ach ja, der ist ja so angepisst, wenn man in seinen Schatten tritt. Das merke ich erst, wie groß der ist. Wie? Wie das aussieht. Sehr schön. Wamu. Hey, das war die Pose, die er eingenommen hat, als er die Dings gerufen hat. Als er die anderen beiden erweckt hat. Ich nicht. Warte. Okay, mit R1 kann ich in so einen Windmodus reingehen anscheinend. Ja, verdammt schnell vorbei ist. Ich wahrscheinlich drei Dinge haben oder so. Oh nee. Leck mich. Das tut doch weh, Mann. Da gehe ich einfach entsetzt nach Hause. Was macht dieser Angriff? Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ah! Oh, dann ist der Posen auch nichts. Aua. Wie? Wirklich blöd. Sehr schön. Hier haben wir noch ein paar Chancen, die zu steuern. Da kann ich ja mal Spezialattacken zeigen. Echt? Warum waren die überhaupt noch mal so stark? Haben die auch irgendwie die Macht der Maske benutzt? Ich weiß das auch gar nicht mehr. Anime vom zweiten Teil habe ich auch nicht gesehen. Ich habe nur den Manga gelesen, muss ich zugeben. Der verstörende ACDC oder SCDC. Ja, kennen wir auch schon. Wird eigentlich genau das gleiche erzählt, wie als wenn ich jetzt Joseph gesteuert hätte. Gegen ACDC, also hab da nichts verpasst. Sehr schön. Okay, ist gut. Meine Güte. Boah, ja, am Posen. Mal ganz du in alles.
Zeig mal. Okay, der hat jetzt auch so einen Modus. Was bringen wir das denn? Komm, das saugt hier voll die Dingens. Aber ich kann ihn jetzt sogar einschalten. Was bringen wir? So viel Dingens haben die noch nie im Leben, ey. Da müssen die ja für ihre Hitzangriffe, für ihre Spezialattacken und für den Modus hier Dinger haben. Voll übertrieben. Was zum Teufel? Ah. Nein. Meine Güte. Sah schon immer so fröhlich aus. Das war relativ einfach. In die nächsten paar Kämpfe, glaube ich, noch. Aha. Wir sind schnell noch Boss, sehe ich gerade. Dann ist jetzt noch den letzten Kampf für heute. Wieder Bamu oder ACDC, ich weiß nicht. Okay, Bamu. So, das war der Kampf gegen Zeppeli, gegen Caesar. Ah. Wo er leider den Kürzer ziehen musste. Oh, geil. Ja, mein Ding einsetzen. Hey. Ich kann nicht rennen mit denen. Geh weg. Ich kann nur so einen Vorwärtsschritt machen. Ma. Ja, keine Dinger verbrauchen, einfach sammeln. Für unseren ah. Bleib hier und nehmen von hier dich. Verdammt, ich dachte. Was bringt mir dieser Angriff überhaupt? Wie macht der Flexibilität ja super. Okay, sehr schön. Endlich mal. Und zack. Ich nicht. Also kann ich das. Jetzt habe ich noch meinen Dingens und dann bist du dran.
aus. Wambu. Ah. Frag mich, kann ich jetzt Dingens, das hier und Dingens einsetzen? Schnell, 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 schnell. Oh. Sehr schön. Ich auch, aber erst in der nächsten Folge von Let's Play JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle. Von mir Let's Play. Ja. Na gut, dann gehen wir zur Episodenauswahl. Ich glaube, da fehlen noch zwei oder drei Kämpfe, ne? Die machen wir in der nächsten Folge. Oder vier Kämpfe, ja. Wamukas und ja. Stimmt, ja. Wamu und Kas in der nächsten Folge. Dann kommt der dritte Teil, der wird danach auch wieder ein bisschen länger. Da habe ich auch schon ein paar Kämpfe gemacht. Hier zum Beispiel Abdul, Chotaro, Polnareff gegen Abdul, weil die Charaktere hatten wir ja schon alle gesteuert. Dann mit Tollhorst und Dio. Weiß nicht. Den hier könnte ich noch machen. Da wieder zwei Charaktere, die wir schon gespielt haben. Mir freue ich mich dann, dass ich dann Kira irgendwann steuern kann. Ja, okay, also habe ich hier schon gemacht. Rohan hatten wir vorher nicht gespielt, ne? Da kann ich eine ganze Weile Kira steuern. Zweimal. Und den anderen Kira natürlich auch. Und die anderen dauern dann nicht so lange. Okay, warum gehe ich jetzt hier ganz zurück? Egal. Also würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.